In Österreich sind wir mittlerweile, wie Sie wissen, in Phase 2 sozusagen angelangt, seit dem Dienstag. Phase 1 war ja der zentrale Versuch, die großen Steigerungsraten, die wir Mitte März hatten, vor allem deutlich zu reduzieren. Dieser Versuch ist sehr gut gelungen mit einem wirklichen Brechen dieser exponentiellen Kurve, mit einer wirklichen massiven Reduktion der Erkrankungszahlen, der Neuerkrankungszahlen. Phase 2 ist jetzt der Versuch einer kontrollierten, gesicherten, schrittweisen Öffnung in unserer Gesellschaft bei gleichzeitiger Stabilität der Erkrankungszahlen. Phase 3 wird dann sein jene Phase, wo wir diese Öffnung vollzogen haben und wo gleichzeitig aber diese Grundregeln, die wir gelernt haben im Bereich Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen etc. Normalität in unserer Gesellschaft sind. Und Phase 4 ist dann wieder die Normalität, wie wir sie hatten im Dezember, Jänner des heurigen Jahres und davor. Ja, wie schauen die Österreich-Zahlen aus? Wir sind heute früh gewesen bei 14.416 Erkrankten. Das ist ein Plus im Vergleich zu gestern von 0,9%. Das ist im Übrigen die geringste Rate in Europa, was diese Tageszuwächse betrifft. Alle Bundesländer sind im Übrigen unter 2%. Das ist auch sehr, sehr erfreulich. Das ist eine sehr stabile österreichweite Entwicklung und Reduktion der Zuwachsraten betrifft. Wir haben rund 4.800 Personen derzeit mit einem milden Verlauf. Wir haben, und das ist auch eine schöne Zahl, 888 Neugenesenen in den letzten 24 Stunden und dem stehen gegenüber 124 Neuinfektionen. Das heißt, wir haben in Summe in Österreich im Augenblick 5.063 aktiv Erkrankte. Diese Zahl sinkt laufend. Von dieser Zahl sind 967 derzeit hospitalisiert und davon wieder 238 in intensivmedizinischer Betreuung. So war es Mitte März des heurigen Jahres. Wir waren bei 40, 42, 50% Tagessteigerung. So sieht es jetzt aus. Wir sind bei 0,9%. Und das Ziel ist, da Stabilität zu erhalten, diese Absenkung weiter kontinuierlich zu halten und keine zweite Welle mehr zu riskieren, wie wir sie hier Mitte März im Bereich einer exponentiellen Zunahme und Steigerung hatten. Was ist die Weiterentwicklung? Die Phase unterscheidet sich jetzt von Phase 1 unter anderem dadurch, dass wir weniger Verdachtsfälle haben, deutlich weniger Verdachtsfälle haben und dass wir deswegen die Möglichkeit sehen und auch die Notwendigkeit sehen, noch schneller zu sein in diesem Paket, in dieser Phase, wo es eben darum geht, rasch einzugreifen, indem wir rasch Testungen durchführen mit raschen Ergebnissen und einer raschen Abklärung, was die Personenkontakte betrifft, um diese Eingrenzung möglichst zeitnah zu verwirklichen, weil wenn du hier zu viel Zeit verlierst, hast du das größte Risiko in dieser Phase, dass es zu Ansteckungen kommt. Auch der Arzt kann definieren, ich sehe es für erforderlich, für notwendig an, der Niedergelassene, dass es hier bei meinem Patienten, bei meiner Patientin zu einer Testung kommt. Das dritte, der erste zentrale zusätzliche neue Schwerpunkt verstärkt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Gesundheitsberufen. Da haben wir ja schon sehr intensiv begonnen in letzter Zeit. Neu hinzukommen wird die Zielgruppe von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Handel. Da wollen wir uns eben ansehen, ist durch diese Öffnung etwas geschehen? Hat es hier Ansteckungen gegeben? Es ist wichtig für unser Controlling. Es wird eine Fortsetzung in nächsten Schritten der Random-Analysen geben, also der Ausschnittsanalysen, ähnlich wie der Umfrage. Und der ganz große zentrale Schwerpunkt der nächsten Wochen wird sein, die Testung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und aller Bewohnerinnen in den Alten- und Pflegeheimen. Das zweite in diesem Konzept Containment 2.0 ist eben, ich habe es eh schon eingeflochten, das Kontaktpersonenmanagement. Unser gemeinsames Ziel ist, dass wir bei diesem Kontaktpersonenmanagement die erste Erhebungsstufe, welche Kontakte hatte die betroffene Person innerhalb von 24 Stunden verwirklichen. Das ist ein großes Ziel, aber man muss sich große Ziele setzen, damit
damit wir hier möglichst gut arbeiten können. Und ich bin deswegen sehr, sehr froh, dass es auch Unterstützung aus unterschiedlichen Bereichen gibt, auch das Angebot auf Unterstützung seitens des Innenressorts. Klar ist, dass die Behörde zuständig ist dann für Bescheiderstellung etc. etc. Aber die Unterstützung ist eine sehr, sehr wichtige, weil es natürlich eine extreme Belastung für die Gesundheitsbehörden ist, diese Befragungen durchzuführen. Und das ist ein Bereich, wo natürlich die Exekutive extrem gut und erfahren ist.